Christian Constantin bestimmt gerne, wo es lang geht. Auch an der Gala seines Vereins. Der Präsident des FC Sion polarisiert. Bonsoir tout le monde. Ça va? Wer ist dieser Mann? Ce soir, je vais vous parler d'un garçon que vous connaissez très très bien. Et je rêve de ramener des trophées en ballet par défi. Et faire mieux que Varone qui apporte des cailloux de Turquie. Obsession, club de mon cœur. Seit Jahren fährt Christian Constantin Ferrari, immer das neueste Modell. Wissen Sie, das provoziert nur die, die sich provozieren lassen wollen. Die einen finden Ferraris schön, die anderen halt nicht. Christian Constantin, 56, Walliser und für alle nur CC. Doch wer steht hinter diesen Initialen? Ich war gewarnt. CC sei eigenwillig, selbstherrlich, skrupellos. Ein Machtmensch. Mehrmals habe ich CC in den letzten Monaten begleitet. Als erstes nahm er mich mit auf eine Baustelle. Hier zeigt sich, was er sicher ist. Ein cleverer Geschäftsmann. CC hat ein eigenes Architekturbüro und handelt mit Immobilien. Meine Strategie im Wallis war, praktisch alle Grundstücke an den Autobahnausfahrten zu kaufen, um Gewerbebauten zu errichten im Einzugsgebiet der Rhône, von Colombin bis Brieg. Hier bei der Ausfahrt Sion Ost bauen wir ein Einkaufszentrum für eine große nationale Kette. Und schon geht es weiter. Das ist typisch für CC und wird sich noch mehrmals wiederholen. Er hetzt von Termin zu Termin, arbeitet viel und verdient noch mehr. Sein Portfolio umfasst Gewerbebauten und Privatgebäude und richtet sich an eine gut betuchte Klientel, zum Beispiel in Montreux. Als Freddie Mercury nach Montreux kam, hatte er seine Wohnung im Gebäude da vorne mit den Glockentürmen. Hier auf der zweitobersten Etage verkaufte ich an Anton Mosimann, den früheren Koch der englischen Königin. Und da im dritten Stock kaufte mir Emil eine Wohnung ab, nach seiner Rückkehr aus New York. Das macht einen beachtlichen Teil des Gebäudes aus. Zu seinen Kunden gehört er auch Claude Nobs. CC kannte den kürzlich verstorbenen Gründer des Jazzfestivals von Montreux schon lange. Claude Nobs wollte das Quartier um sein Geburtshaus neu bauen lassen. Dafür kam für ihn nur einer in Frage. Er schätzte CCs Geradlinigkeit, auch wenn der im Umgang nicht immer der einfachste ist. Vielleicht ist er manchmal etwas hart, etwas schroff. Aber er ist nun mal so. Er ist Präsident eines Fußballvereins und hat Bauprojekte überall in der Schweiz. Dann ist das normal. Seine große Qualität ist seine Ehrlichkeit, sein Wille, bis zum Schluss zu gehen. Er entscheidet schnell, doch vorher hört er zu und sagt erst dann, so machen wir es. So machen wir es, gilt auch hier. CC vor dem Stadion seines FC Sion. Der Club ist der Stolz des Kantons. Er verbindet Unter- und Oberwallis. Der Präsident hält ihn am Leben, als sein persönliches Spielzeug. Er zahlt, er befiehlt. Vor dem Spiel gegen den FC Luzern im vergangenen Oktober steht einer im Mittelpunkt. CC ist bekannt für knackige Aussagen und seinen Ehrgeiz.
Nach einer Niederlage heißt es aufstehen und wieder den Sieg suchen. Im Privat- und im Berufsleben. Man darf nie leiden. Sorgen muss man angehen, sie ausmerzen und weitermachen. Der Präsident spricht aus eigener Erfahrung. Seine erste Amtszeit hatte 1998 fast im Ruin geendet. Wenig später kehrte Tsetse als Retter zurück auf den Thron. Selbst Walliser sagen, so etwas sei nur in ihrem Kanton möglich. Als einstiger Torhüter in der höchsten Schweizer Spielklasse kennt er das Geschäft. Es strapaziert die Nerven. Wie bei diesem Foul an Gegner Luzern. Gerät sein Team in Rückstand, gerät Tsetse in Rage. Und der Trainer in Rücklage. Dann drängt es den Präsidenten zur Trainerbank. Gelinde gesagt, ein irritierendes Rollenverständnis. Was will der Trainer machen? Hilft der Präsident, dass alle Ruhe bewahren und sich konzentrieren, kann der Trainer zufrieden sein. Nur ruhig bleibt aber auch der Präsident nicht. Zu sehr liebt er seinen Verein. Zu viel Geld steckt er in ihn, jährlich bis zu 3 Millionen Franken. Umso wichtiger kehrt sein Team die Partie. So steigert es seinen Marktwert. Darauf baut der Präsident. Ohne Erlöse aus Spielertransfers müsste er noch größere Löcher in der Clubkasse stopfen. Dazu sei er nicht bereit. Der Sieg scheint Tsetse nicht zu besänftigen. Schnell verliert er die Geduld und wechselt den Trainer, oft gleich mehrmals pro Saison. Ein groteskes Trauerspiel, das Tsetse aufführt. Und so sollte auch aus diesem Handshake schon bald ein Abschiedsgruß werden. Im Wallis finde ich nicht viele Leute, die den Verein finanziell unterstützen können. Und ich kann es mir erlauben, da ich viel arbeite. Aber ob sie nun alleine sind oder nicht, man muss Spiele gewinnen. Eine andere Regel gibt es im Fußball nicht. Nur mit seiner Ungeduld steht Tsetse dem Erfolg wohl selbst am meisten im Weg. Allerdings geht er ihn ganz unbekümmert. An einer Messe in Martigny, Tsetse zeigt sich volksnah und bleibt trotzdem distanziert. Er bleibt nur stehen, wenn es sich lohnt. Das Geschäftliche gehört dazu. Mit meiner Tätigkeit muss man die Treffen rentabel gestalten. Jede Begegnung kann zu kleinerem oder größerem führen. Es ist nun mal so. Aus kleinen Flüssen entstehen größere und aus denen wiederum Ströme. Tsetse handelt selten ohne Kalkül. Dennoch, mich dünkt, er suche für sein Engagement Wertschätzung und finde eher Respekt. Hoch über Sion residiert Tsetse. Hier, denke ich, hält also der König Hof. Ein König, der ohne seine Familie lebt. Tsetses erste Frau verstarb wie seine Mutter früh. Und von seiner zweiten hat er sich getrennt. Im Guten, wie er sagt. Bei ihr wohnen die gemeinsamen Kinder, die wir noch kennenlernen werden. Tsetse gewährt uns eine Kurzaudienz. Das ist wohl schon viel für den Dauerbeschäftigten. Und vielleicht gar ein Vertrauensbeweis. Doch auch hier gibt er den Takt vor. Tsetse pflegt seine Prinzipien. Ein paar Aufnahmen müssen genügen.
Sie reichen, um zu erkennen, zumindest der Luxus leistet ihm Gesellschaft. Das Wirtschaftsmagazin Bilanz schätzt sein Vermögen auf 250 bis 300 Millionen Franken. Er arbeitet mit seinem Architekturbüro. Ich habe keine Bewunderung für den Luxus. Geld ist für mich eine Notwendigkeit, um Projekte voranzutreiben und vorwärts zu kommen. Dagegen empfinde ich Respekt für die Leute, denen es gelingt, das Geld anderen zu geben, damit es diesen besser geht. CC vereint Gegensätze. Er schätzt Bodenständigkeit und leistet sich viel Luxus. Er kalkuliert kühl als Unternehmer und liebt das irrationale Fußballgeschäft. Er strahlt Unnahbarkeit aus und lässt private Einblicke zu. Er will geduzt werden. CC ist dominant und kann kumpelhaft, fast fürsorglich sein. Und er hat sogar Humor. CCs Tage beginnen früh. Schon um 5:45 steht er im Fitnesscenter des FC Sion. Und dies dreimal die Woche. Bei aller Selbstdisziplin, auch hier gönnt sich CC Luxus, einen Privattrainer. Was nichts an seiner Überzeugung ändert, jeder müsse sich alleine durchs Leben schlagen. Geschenkt werde einem nichts. Das Leben in den Bergen ist härter. Da muss man immer kämpfen. Dann zeigt mir CC, wo sich dereinst sein FC Sion fit halten soll. Er denkt gerne groß, hier an ein modernes Trainingszentrum. In diesem Abschnitt werden wir ein gedecktes Spielfeld errichten, da wir im Winter schwierige klimatische Bedingungen haben. Wir werden einen Kunstrasen einbauen, den Dachstuhl restaurieren und den Eingangsbereich. Und dank Solarzellen auf dem Dach werden wir erneuerbare Energie haben. Die Umsetzung dieses Projekts steht noch aus. Der Fußball bietet CC eben auch Platz für Träume. Die Mannschaft muss sich bis auf Weiteres mit dürftigen Verhältnissen zufrieden geben. Beobachtet wird sie dabei oft von Barthélemy Constantin, dem Sohn des Präsidenten. Der 19-Jährige steht dem Team nahe, vielleicht manchmal gar näher als dem Vater. Es ist klar, er konnte nicht immer sehr präsent sein wegen des Fußballs und des Architekturbüros. Aber er war immer für uns da. Hatten wir Sorgen, fand er immer Zeit, mit uns zu spielen. Und er hat uns immer ins Stadion mitgenommen. Anwesend war bei unserem letzten Besuch im Februar auch der kurz zuvor verpflichtete neue Trainer. Unterdessen wurde Victor Muñoz schon wieder aus dem Amt gekickt. In CCs Wallis herrschen raue Sitten. Nur jeder weiß, auf welches Spiel er sich hier einlässt. Inzwischen kennen die Trainer die Gefahr, zur bloßen Marionette zu verkommen im Cabaret Constantin. Die Schaltzentrale von CCs Reich befindet sich in Martigny. In der Porte Dr. Dürr liegt der Geschäftssitz von Fußballclub und Architekturbüro. Das Büro hat der gelernte Hochbauzeichner selbst aufgebaut. Den Jahresumsatz bezifferte er auf über 250 Millionen Franken. Den Gewinn auf etwa 30 Millionen. Rund 50 Mitarbeiter beschäftigt CC, die meisten seit Jahren.
Puis ça te fait, il a, t'as pour mettre ton truc que tu veux pour ta nuit, puis après tu fais une tablette dessus, puis tu peux mettre des choses. Hein? Einen Personalverschleiß wie beim Fußball kann er sich hier nicht erlauben. In einem Büro gibt es keinen Totomat. Hier hat man keine Tabelle nach jedem Wochenende. Du bewegst dich nicht in der Kurzlebigkeit des Sports, wo du sofort Leistung zeigen musst. In der Architektur hat man mehr Zeit. Hier brauche ich Leute mit Erfahrung, auf die ich mich verlassen kann, die die Firma gut kennen und meine Anforderungen erfüllen. Als Patron toleriere er Fehler, sagt Zeze, solange sie sich nicht oft wiederholen würden. Auch er sei nicht perfekt. Immerhin. In seinem Büro steht prominent das Geschenk eines Geschäftspartners. Es passt zum Leitwolf Zeze. Doch Wölfe leben im Rudel. Vielleicht sind sie auch deshalb nicht seine Lieblingstiere. Ich wäre lieber ein Adler als ein Wolf. Der kann über die Berge und Wälder fliegen. Er sieht die Welt von oben und hat eine gewisse Macht. Das macht das Leben als Adler interessant. CCs Adler steht auf dem Flugplatz in Sion. Ein eigener Businessjet für 10 Millionen Franken. Geplant war an diesem Tag ein Flug nach Lugano. Da Nebel eine Landung verunmöglichte, zog CC kurzerhand einen anderen Termin vor und machte sich auf nach Genf. Rechenschaft ablegen für sein Tun? Ja, aber nur gegenüber sich selbst. Wettbewerb ist sein Antrieb. Wenn Sie Feinde haben, wissen Sie wenigstens, dass diese Leute Sie beneiden. Mit Ihrer Eifersucht beschäftigen die sich nur noch mit sich selbst. Mir ist das alles nicht wichtig. Im Französischen sagt man « je m'en fous », also das ist mir egal. CC scheut keinen Konflikt und er provoziert gerne, wie an der Generalprobe zur Clubgala. Die Aufschrift, ein Scherz der Techniker. Man kennt ihn. Römer. Mais t'as fait l'intro plus long. Ok, mais tu fais la lumière avant. Alors fais la lumière. Fais tout. Ich habe nicht gesehen, dass Jesus darauf stand. War das Ihre Idee? Nein. Aber Sie sind ein wenig der Gott des FC Sion? Gar nicht. Es gibt nur einen Gott. Doch das bin nicht ich. Zizis Macht geht allerdings so weit, dass er den Komikern der Gala die Pointen umschreibt. Il faut finir comme ça. On va finir comme ça. Donc on va dire, je donne les cours de. Il peut donner. Mais tu fais chier, d'accord. Donne-moi un stylo. J'ai pas de stylo, je m'en. Oui, mais t'as un écrivain, t'as pas de stylo. Pas de stylo. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Non, ici, jeder Versuch berge die Gefahr des Scheiterns, sagt CC. Er mag keine Zufälle und schon gar keine Pannen. Je dis, ça m'a bien rendu service. C'est vrai? Puis j'y vais. Puis on finit sur Romeo et Juliette. D'accord. Hein? Zumal, wenn über 6.000 zahlende Gäste an die Gala des FC Sion strömen. Dank ihnen fließe an diesem Abend über 800.000 Franken Gewinn in die Clubkasse, sagt CC. Das muss ihm zuerst einmal einer nachmachen in der Schweiz. Wenn der Gastgeber ruft, kommt die Walliser Prominenz, auch Polizeikommandant Christian Baron. Dass ihn CC in seinem Lied hochnimmt, sieht er ihm nach. Er hat eine gewinnende Art. Er kann sich zwar schnell von Trainern trennen, aber ich garantiere Ihnen, er hat ein gutes Herz und ist nahe bei den Leuten. Er ist immer bereit zu helfen. CC meint, der Zuspruch, den er an der Gala erfahre, zeige, dass er kein so schlechter Mensch sei, wie man in der Deutschschweiz finde. Manchmal buchstäblich schwer fassbar bleibt er aber selbst für Tochter Charlene. An der Gala verkauft sie Tombola-Lose. Weil er eine schwierige Arbeit hat, ist er schwierig zu erreichen.
Gelingt es dir, ihn einzufangen? Es ist schwierig, aber manchmal muss man ihn einholen. Wie ist denn die Beziehung zu deinem Vater? Ich habe eine relativ gute Beziehung zu ihm, aber wir sind zwei starke Charaktere. Manchmal ist es schwierig, aber es geht. Die 14-Jährige vereint mit Bruder Barthélemy und dem Vater, der Schalk verrät. Sie müssen arbeiten, um die Dummheiten des Vaters zu bezahlen. Neben CC sitzen Galatänzerinnen. Sein Vorbild jedoch meidet das Scheinwerferlicht, Vater Martial. Der 80-Jährige freut sich still. Ich bin sehr stolz, wie er sich durchschlägt. Er macht seine Sache ziemlich gut. Ich habe zwar immer etwas Angst, er könnte sich übernehmen, aber ich bin glücklich, so wie er ist. Eigenwillig sei er, selbstherrlich und skrupellos, wurde ich vor Drehbeginn gewarnt. Ja, CC ist ein Machtmensch, doch er weiß auch, mit Erwartungshaltungen zu spielen. Die Rollen sind komplett verschieden. Hier muss ich einen ganzen Saal animieren. Wenn ich dagegen hinter der Trainerbank stehe, weil wir gewinnen müssen, ist das etwas anderes. Wenn du Koch bist und das Essen zubereitest, machst du auch nicht dasselbe wie ein Maurer, der eine Mauer baut. CC lässt mich im Zwiespalt. Er ist schwierig und provokativ. Gleichzeitig ein Mann mit Charisma und Selbstironie. On a refusé de laisser la coupe à Ibé.